Hallo und Glück auf! Heute wollen wir zusammen unseren Reserveradträger montieren. Die Montage unseres Reserveradträgers und unserer Reserveradleiter sind identisch. Für die Montage solltet ihr euch am besten 2 Stunden Zeit nehmen und im besten Fall einen zweiten Mann zum Halten bei euch haben. Im Lieferumfang unseres Reserveradträgers sind folgende Teile enthalten. Der Reserveradträger selbst, welchen ihr auch als Uniträger verwenden könnt. Die Montagemittel, der Reserveradbügel und die Reserveradaufnahme. Und falls ihr eine Reserveradleiter habt, ist die Montage die gleiche. Für die Montage des Reserveradträgers müssen wir im ersten Schritt alle Innenverkleidungen demontieren. Dies kann je nach Modell variieren. Im Schritt 2 markieren wir uns die mittlere Befestigungsbohrung. Dafür montieren wir probehalber den Träger, richten ihn aus und signieren uns die Position der mittleren Bohrung im Türblatt. Zum Herstellen der mittleren Befestigung bohren wir zuerst mit einem 5er Bohrer durch das komplette Türblatt. Anschließend erweitern wir die Bohrung auf 10 mm. Nun erweitern wir die äußere Bohrung im Türblatt auf 20 mm, wo später die Distanzhülse eingeklebt wird. Die innere Bohrung im Türblatt erweitern wir auf 25 mm, um bequem mit einer 13er Nuss in das Türblatt hineinzukommen. Nach dem Entgraden versiegeln wir alle offenen Stellen mit Rostschutz. Anschließend kleben wir die Distanzhülse in das Äußere des Türblattes ein. Achtung, bitte verwendet ausschließlich den mitgelieferten Kleber. Im nächsten Schritt kleben wir die äußere Befestigungsplatte auf das Türblatt auf. Dafür entfetten wir die Befestigungsplatte, tragen den mitgelieferten Kleber auf und kleben diese auf das Türblatt. Im nächsten Schritt bohren wir die 5 mm Niete auf, welche Bohrung bereits in der Verstärkungsplatte eingebracht ist. Als nächstes tragen wir Rostschutzgrundierung auf, lassen diese einziehen, tragen Kleber auf und vernieten die Versteigungsplatte. Nun verfugen wir die Versteigungsplatte umlaufend. Im nächsten Schritt befestigen wir endgültig den Reserveradträger an der Tür. Dafür setzen wir den Träger an die Tür und verschrauben ihn über die Scharniere mit die beiliegenden Inlays im Scharnier. Dabei das Loctite nicht vergessen. Achtung, das obere Scharnier muss mit der offenen Seite in Richtung Fahrzeug zeigen. Nun verschrauben wir den Träger mit der mittleren Befestigungsplatte. Dafür benötigen wir die mitgelieferte M8 Senkkopfschraube mit Rosette und die schwarze Distanzhülse. Die M8 Schraube stecken wir durch den Träger und schieben die Distanzhülse zwischen Träger und Versteigungsplatte. Anschließend verschrauben wir diese über das innen liegende Türblatt mit einer 13er Mutter. Als nächstes ziehen wir alle Befestigungsschrauben mit 30 Newtonmeter nach. Jetzt können wir den Reserveradbügel anbringen. Achtung, der Bügel ist um 2 Grad geneigt und muss mit der 88 Grad Seite nach oben zeigen. Zur Befestigung steckt ihr die 2 M6 Senkkopfschrauben von oben durch die bereits durchgebohrte Bohrung über die Unimount-Platte durch den Träger und verschraubt sie von unten. Nun könnt ihr den Nudenstein einschieben und mit der mittleren Befestigungsplatte für das Reserverad verschrauben. Achtung! Im unteren Teil benötigt ihr die M8x25 mm Schrauben, im oberen Teil benötigt ihr die M8x20 mm Schrauben. Das Anzugsdrehmoment des Reserveradbügels und der Reserveradaufnahme beträgt ebenfalls 30 Newtonmeter. Bitte vergesst das Loctite nicht. Als nächstes wird der Reserveradbügel an den äußeren Seiten noch mit 2x M8x20 mm angeschraubt. Für die Befestigung des Reserverades benötigen wir nun noch die Reserveradspindel, welche in der Höhe frei einstellbar ist und auf eure Felge angepasst werden muss. Dafür entfernt ihr die hinteren Mutter plus Beilagscheibe der Gewindespindel und schiebt diese durch das Langloch der Befestigungsplatte. Nun könnt ihr die Höhe einstellen und nach erfolgreichem Einstellen mit Loctite in dem Langloch befestigen und verkleben.
Anschließend könnt ihr euer Reserverad aufstecken, die Schonscheibe unterlegen und mit der Reserverradrunde verschrauben. Als Sicherungsmutter dreht ihr die Hutmutter auf die Spindel auf. Der Anschlagpuffer dient als Blockade und begrenzt den Öffnungswinkel eurer Tür. Dafür müsst ihr den originalen Anschlagpuffer mit einem spitzen Schraubenzieher entfernen und unseren Einschlagpuffer zusammen mit dem beiliegenden Kleber im Scharnier verkleben. Zu eurer Sicherheit und zur Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer kontrolliert die Befestigungsschrauben nach 500 km. Es war mir eine Freude, heute mit euch zusammen unseren Reserveradträger zu montieren. Wie immer, bei Fragen kontaktiert uns gern per E-Mail oder vereinbart direkt einen Montagetermin bei uns. Bis zum nächsten Mal!